passieren kann. Man kann Staffelholz verlieren, man kann die Bahn verlassen, man kann also über die Wechselmarke laufen und dann ist man immer schnell disqualifiziert. Und außerdem versucht jeder so sein Bestes zu geben, weil er ja auch mit drei anderen zusammenkämpft und will dann nicht hinterher sich sagen lassen, man, ich habe da jetzt als Einzige versagt oder sowas. Die Christiane hier, wie gesagt, war eingesprungen, der Wechsel auf Ingrid war gut. Ingrid ist auch super gelaufen. Fahrwerk, einfach Fahrwerk. Und Annegret war ja damals noch sehr jung, die hat ja später, dann 4 Jahre später, Olympiasieg über 100 Meter in Montreal gewonnen. Und jetzt kommt das große Schlussduell. Heide Rosenberg gegen Renate Stecher. Naja, ich meine, ich wusste, dass Renate natürlich die beste Sprinterin der Welt war. Die hatte 100 und 200 Meter gewonnen. Und ich wusste zwar auch, dass sie schnell laufen kann und auch eben hinten sehr gut dagegenhalten konnte. Aber es hat gereicht. Ne? Was war das für ein Moment?